Willkommen zurück zu Quorn und Schwieger. Beim letzten Mal haben wir Königin Lena gerettet und dadurch haben wir auch unsere Male wieder gerettet. Yay! So, was ist mit euch hier? Labert ihr jetzt eigentlich hier noch irgendwie was? Ihr geht? Seid auf alle Fälle vorsichtig. Mhm, ihr lässt am Heuler. Die richtige Lena war also woanders, wie ich mir dachte. Mhm. Ihr habt doch vorher noch keins mitgekriegt. Je länger man dich anschaut, desto größer die Ähnlichkeit. Unheimlich. Okay, so, dann können wir, glaube ich, mal so langsam Schloss Guardia von Anno Domino mal verlassen, würde ich sagen. Ja? Sie war also nicht Lena. Ach, wirklich? Ihr seid die echte Königin Lena, oder? Du könntest tatsächlich mein Zwilling sein. Also, habt ihr zwei nur Spaß miteinander. Sonst kriege ich echt Probleme. Ich drücke euch die Daumen. Okay. Wie bitte? Nicht so wichtig. Es ist wohl Zeit zu gehen. Ja, es gibt halt auch mehrere Übersetzungen inzwischen von Chrono Trigger. Und, einige Übersetzungen sind halt dahingehend ein wenig obszöner. Ne, habt mal ordentlich schön Knicknack miteinander oder so. Mein Glück, ihr seid wohl auf. Du Enes Lena benimmst dich aber ganz anders. Egal, ihr habt mir sehr geholfen. Wie kann ich euch nur danken? Jede Menge Gold wäre cool. So, hier der olle Kanzler. Du könntest Lenas Zwillingsschwester sein. Ja, kannst mal sehen. So, wir gehen. Unser Helfer Frosch ist ja auch schon davon gelaufen. Den haben wir jetzt auch nicht mehr im Team. Sehr bedauerlich. Aber hier kommen die kleinen Mini-Piccolos. Die Wally weiter. Machen wir mal eben schnell fertig. Sind herumlaufende oder herumrollende Erfahrungspunkte. Kann man ja mal eben schnell machen. Geht da schnell. Na komm. Zack. Yeah. Arbeit ist verbraucht. So. Also wir haben jetzt hier nicht mehr groß was zu tun. Ja, hallo? Hallo, Vögel? Blauadler. Ich mach euch platt. Heute gibt's Geflügeltes. Oder so. Wenn sie mir nicht 10 Schaden reindrücken würden, das wäre voll cool. Na guck mal, selbst Luca macht da die Vögelchen platt. Wahnsinn. So, Tech-Punkte Heilung erlernen und Aura-Wirbel, ganz tolle Doppeltech mit Male. Macht quasi Bereichsheilung. Ja. So, die Kathedrale steht da immer noch. Ich weiß gar nicht, haben wir die Brücke hier mal angeschaut, hier in dem Jahrhundert? Die ist nämlich hier gänzlich zerstört und wir haben auch schon in Zukunft davon gehört, ne, dass die Brücke mal zerstört wurde. Dieser Frosch ist zur anderen Seite rückgeschwommen. Aha, interessant. Dann müssen wir irgendwie zur anderen Seite gelangen, wenn wir den Frosch wiedersehen wollen. Irgendwann. Und irgendwie. Und irgendwo. Haben die eigentlich hier in der Kneipe hier noch irgendwas zu erzählen? Wo war denn das? Das ist der Laden. Wohnhaus. Riedenstube, war das hier? Mit dem ollen Abenteurer hier? Ja, das haben wir schon alles gehört. Ja, auch hier kommt der eine Typ hier nicht mehr rein. Okay, dann haben wir hier wohl nichts weiter. Im Laden können wir noch mal ganz kurz schauen, ob es hier irgendwas gibt. Keine Bummelei, sagt mir endlich, was ihr wollt. Okay, kaufen. Und wir sehen auch hier, anders als die Zeit, wo wir Male nicht mehr im Team hatten, da wurde Male immer noch unten angezeigt. Aber jetzt, wo Fork halt nicht mehr im Team ist, wird Fork unten nicht mehr angezeigt. Das hat halt den Grund, versuche ich mal so zu spoilern. Es gibt halt die Möglichkeit, Fork weiterhin nicht mehr im Team zu haben. Aber natürlich wollen wir ihn im Team haben. Ich meine, es ist Frosch. Kampffrosch. So. Wir können Bronzehelm kaufen. Und das Fallgewehr wäre an sich auch nicht verkehrt. Einmal das hier. Und davon 2 Stück. Ist besser als nix. Ne? So. Das heißt, du ziehst mal das an und dazu den Bronzehelm. So, du auch nochmal einen Bronzehelm. Zack. Bisschen mehr Verteidigung ist mehr Verteidigung.
Danke, bis bald. Jo, bis denn, ne? Ciao. So, und für uns geht's jetzt weiter nach hier hin. Da, wo wir hergekommen sind, aus der Friedensschlucht. Ja, guten Tag. Ich will mitspielen. Ich bin aber nicht das Tor. Ey, der hat einen Stein auf mich gekickt, die Sau. So, hier kann ich Aura-Wirbel gleich vielleicht mal zeigen, wenn Kono mal wieder bereit ist. Jetzt. Dann können wir nämlich alle heilen. Aber Male kann auch so jetzt einzeln auch Charaktere heilen. Ne, mit einfach Heilung. Funktioniert wie ein Tonic, nur ein bisschen besser. Kostet halt dann Mana-Punkte, wer hätte es gedacht. Zauber halt. Aber ist nicht verkehrt. So eine Heilerin im Team, immer gut. So, vorher hatten wir Fork mit seiner tollen Zunge, der tolle Dinge machen konnte mit seiner Zunge. Brauner Ball ist braun. Ein Poli. Das ist kein Rolli, das ist ein Poli. Mit neuer Farbe haben sie auch neue Buchstaben gekriegt. Der Wahnsinn. Egal, ich mach dich trotzdem platt. Und das andere ist ein Gift-Imp. Die hatten wir vorher auch noch nicht, ne? Also außer einer von denen eben war ein Gift-Imp. Hatte ich nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall stärkere Gegner als damals, als wir zuerst hier waren. Damals, vor 2 Folgen oder so. So lange ist es hier. So lange. Techpunkte, Eta, Tonic, alles, was man haben will. So, wir sind auch schon fast wieder zurück in meinem Glück. War das hier irgendwo? Ja. Das Tor. Wie kommen wir nach Hause? Eure Hoheit. Prinzessin, wir... Bitte nenne mich Male. Also gut, Male. Augen auf. Luca, du bist erstaunlich. Ja, nicht wahr? Ich meine... Keine falsche Bescheidenheit. Du bist wirklich begabt. Ich würde meine königlichen Vorfahren sofort gegen deinen Genie eintauschen. Na, wenn du meinst. Jedenfalls nenne ich dieses Ding hier ein Tor. Es ist eine Art Portal, das dich an denselben Ort in einer anderen Epoche bringen kann. Leider sind diese Portale sehr instabil. Mit Hilfe des Tores, das an meinem Dimensionsbeamer entstand, habe ich eine Art Schlüssel konstruiert, mit dem wir sie nach Belieben aufschließen können. Aber warum erschien dieses Tor überhaupt? Wegen einer Hyperreaktion am Beamer oder durch einen höheren Willen? Jetzt wird's mir zu spekulativ. Kehren wir endlich in unsere Zeit zurück. Ich will auch Spekulatius. Ach, darum ging es jetzt gar nicht, ne? Genau. Kommst du, Kono? Na klar, muss ja. Auf, zurück in unsere Zeit. In ein Land vor unserer Zeit? In unsere Zeit? Na egal. Oh, wir sind wieder auf dem Fest. Yay. Puh, wir sind zurück. Kono, Luca, habt ihr nicht Lust, mit mir ins Schloss zu kommen? Wir können zusammen zu Abend essen. Male, entschuldige all das hier. Soll das irgendwie sein? Ich habe seit Monaten keinen solchen Spaß gehabt und auch keine Freunde. Kono, sei so nett und bring sie nach Haus. Ich habe noch was zu tun. Bis bald, Luca. Okay. Bringst du mich nach Hause, Kono? Ja klar, ich bring die Lady nach Hause. Gar kein Problem. Natürlich können wir jetzt hier auf dem Fest auch nochmal diverse Minispielchen spielen, aber erstmal nicht. Und es gibt da halt noch das eine Minispiel da, was so ein bisschen Anführungszeichen anstrengend ist. Das würde ich noch ein paar Mal machen, aus bestimmten Gründen. Hier noch einmal, man kann halt jeden Charakter, den man halt mitnimmt in sein Team, auch nochmal seiner Mutter vorstellen. Hallo. Wie nett. Ich kannte bisher nur Luca. Wer ist denn deine hübsche neue Freundin? Hi, ich bin Male. Male? Ich bin sicher, ich habe dich schon mal gesehen, Liebe. Nur wo? Tja, kannst mal sehen.
die ist Male, ist nicht irgendwie eine Prinzessin oder so. So, und hier haben wir diese Krone-Puppe, die wir halt gewonnen haben. Das wollte ich nicht. Warte, das wollte ich nicht. So. Ah, man kann jederzeit die Posen ändern, wie man lustig ist. Ja, tschakka, wir schaffen das. Und hier diese kleine andere Puppe. Oh, die spielt eine Musik ab. Ist das nicht schön? Oh, toll. So. Die Musik, die haben wir neulich ja auch schon zu Genüge gehört. So, dann bringen wir mal Male zurück nach Hause. Das wird bestimmt super. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Hier, vielleicht kommt an den Pilzen vorbei. An den Low-Level-Pilzen. Oh, und da haben wir das Glöckelvögelchen. Glöckelvögelchen. Alles klar. Gut, Mammut. Aus dir wird noch was. So, Attacke auf das Glöckelvögelchen. Einfach aus Grund XY. Was weg ist, ist weg. Und jetzt noch die ollen Käfer. Ich hasse Käfer. Besonders die ollen Kifferkäfer. Okay. Warte. Nee. Okay. Dann warte halt nicht. Ist auch in Ordnung. Ich dachte, hier gäbe es noch irgendwo was, aber ich glaube, das hatten wir auch schon geholt. Geht das? Ja, ganz knapp. Ganz knapp, aber dennoch geht es. Da sind wir, Schloss Guardia, in unserer Zeit. Prinzessin Nadja! Alles in Ordnung? Wo wart ihr? Seid ihr entführt worden? Die Soldaten haben euch gesucht. Gauna, du warst es also, der Entführer Prinzessin Nadjas. Nein, Krono ist... Gestehe, du hast sie verwirrt und versucht, an den Thron zu kommen. Terrorist! Aufhören! Sofort aufhören! Ja, okay. Ja, wir machen, was die Prinzessin sagt. Was macht ihr? Prinzessin Nadja sagte... Idioten! Ergreift ihn! Aber die Prinzessin hat das gesagt. Krono! Und da haben wir das olle Rechtssystem, was der andere Kanzler meinte. Ihr braucht ein Rechtssystem. Ich stehe nämlich vor Gericht. Ja. Hätten wir den anderen Kanzler mal nicht befreit, hä? Die Option hätten wir aber nicht gehabt. Ich bin der Kanzler, der Ankläger. Ich bin Anwalt Pierre. Na toll, mit so einem Anwalt kann ich ja was anfangen. Wo ist Gericht? Der Angeklagte Krono wird nun vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen, Prinzessin Nadja entführt zu haben. Ja, Tag, Leute, ich bin Krono. Was machen wir mit ihm? Rösten? Für ein paar Jahre mit dem Kopf nach unten aufhängen? Oder einfach köpfen? Köpfen? Ihr, die Geschworenen, werdet über ihn richten. Fangen wir an. Krono, dir wird hiermit befohlen, die Wahrheit zu sagen. Krono wird der vorsätzlichen Entführung Prinzessin Nadjas beschuldigt. Aber hat er dieses Verbrechen überhaupt begangen? Nein, es fand gar keine Entführung statt. Die beiden begegneten sich völlig zufällig. Tatsächlich bat ihn die Prinzessin darum, ihn begleiten zu dürfen. Tatsächlich? Wer hat mit diesem Unsinn angefangen? Ich war's mal, was. Ist halt so eine Sache. Also, sie ist auf mich zugestoßen und ich bin halt quasi hingegangen, hey, geht's dir gut? Also war ich das halt quasi. Wie ich es mir dachte, der Angeklagte setzte alles daran, in die Nähe der Prinzessin zu kommen. Hey! So war das damals. Au, das hat wehgetan. Taglos folgte dir die Kanzlerin, die Prinzessin zu Lukas kleiner Vorstellung. Ja, die Kanzlerin. Mhm, gut. Und dann seid ihr beide verschwunden. Wenn das mal keine Entführung ist. Und ich habe Fakten, die den Charakter des Angeklagten in Frage stellen. Einspruch. Solche Fakten haben nichts mit diesem Fall zu tun. Was meint ihr, Kanzler?
Kronos Charakter ist in diesem Fall des Pudels Kern. Er hat nichts zu verbergen. Unsere Zeugin, bitte. Ein kleines Mädchen, das für den Charakter des Angeklagten sprechen wird. Oh, das Mädel, dem wir die Katze mitgebracht haben. Der nette Mann hat mir meine Katze gefunden. Dankeschön. Das sagt doch alles. Dafür verdient Krono einen Orden. Oh, scheinbar akzeptieren sie es. Er wüsste sich selbst nicht so ganz bewusst, was er da eigentlich tut. Egal. Hier geht es ums Motiv. Hatte dieser integre Bürger Grund, Prinzessin Nadja zu entführen? Nein, hatte er nicht. Ganz klar, Erpressung. Krono, ihr Vermögen hat dich gelockt. Nö, nicht wirklich. Bist du dir sicher? Keine Verlockung? Kein bisschen? Und hier geht es ja quasi darum, dass man halt auch als Möglichkeit gehabt hätte, die Anhänger von Male zu verkaufen. Aber nein, wir hatten kein Interesse daran. Damit ist der Fall klar. Ich bin fertig. Es steht, dass mein Mandant ein ehrenwerter junger Mann ist. Euer Ehren, ich bin fertig. Geschworene, wenn ihr ihn für schuldig befindet, geht nach links. Wenn nicht, nach rechts. Das war halt eine schnelle Verhandlung. Ne? Normalerweise ne, hätten wir halt dann hier versucht, den Anhänger zu verkaufen. Dann wäre auch nochmal der Verkäufer hergekommen, hätten wir das Essen gegessen von dem einen Typen. Wäre der Typ nochmal hergekommen, hätte gesagt, ja, du hast mein Essen gegessen. Oder einmal sowas. So hatten wir quasi nur das Mädchen, das für uns spricht. Alle anderen hätten quasi gegen mich gesprochen. Ja, hätten wir dem Mädchen zum Beispiel auch nicht die Katze mitgebracht oder hätten wir das Mädchen angesprochen und dann die Katze nicht geholt, dann hätte das Mädchen auch gesagt so, ja, ich habe dem Typen gesagt, er sollte meine Katze holen, aber er hat es nicht gemacht. Er ist voll böse. Irgendwie sowas hätte sie gesagt. Ja, so, schauen wir mal, wie schuldig bin ich eigentlich. Nicht schuldig. Und die Menge tot. Nicht schuldig. Wie war das nochmal? Ach ja, nicht schuldig. Nicht schuldig. Sieht gut aus bisher für uns. Nicht schuldig. Nicht schuldig. Oh, es kommt sogar ein siebter Geschworener. Den siebten Geschworenen kriegen wir tatsächlich nur, wenn wir alles bisher richtig gemacht haben, wenn ich mich nicht irre. Einstimmig nicht schuldig. Ruhe im Saal. Das Urteil ist gesprochen. Das Urteil lautet nicht schuldig. Aber da er immerhin mit ihr weggerannt ist, muss er zur Strafe 3 Tage Einzelhaft absitzen. Ja, je nachdem, wie viele mich für schuldig erklärt hätten, hätte ich unterschiedlich lange halt einsetzen müssen. Bringt ihn weg! Augenblick verflixt! Prinzessin! Halt ein, mein liebes Kind. Aber Vater! Ich möchte doch nur, dass du dich einer Prinzessin gemäß benimmst. Du musst die Regeln lernen. Überlass alles dem Kanzler und vergiss die Jahrtausendfeier. Wir gehen. Krono! Das ist ein tolles Rechtssystem. Da bin ich abgeführt. Ich habe nichts gemacht. Und irgendwie habe ich dennoch was gemacht, obwohl ich nichts gemacht habe. Dieser Terrorist wollte unser Königreich stürzen. Ich sehe das ja ein bisschen anders, ne? Er wurde für schuldig befunden und ihr müsst nun das Urteil verstrecken. Also, das ist das Monster, das die Prinzessin entführt hat. Die Hinrichtung ist in 3 Tagen. Lass ihn nicht aus den Augen. Wie Hinrichtung? Von der Hinrichtung war nie der...
Nee, ich soll 3 Tage lang absitzen. Mehr aber auch nicht. Hinrichtung? Seltsam. Aber ich kann mich nicht an die Anordnung einer Hinrichtung erinnern. Wie bitte? Du wagst es an mir zu zweifeln? Wahrscheinlich gab es mal wieder eine Verzögerung in der Bürokratie. Verstanden, Sir. Wachen! Bringt den Gefangenen weg. Werde ich einmal K.O. gehauen und dann weggetragen. Na, ganz toll. Ich habe nichts gemacht. Und da sind wir. Hinter schwedischen Gardinen. Gib ja je, Schweinebacke. So. Was haben wir denn hier? Das da haben dir ein paar Sympathisanten gebracht, du elender Verbrecher. So, so. Ether erhalten. Nämlich, ich glaube, 7 Stück. Je nachdem, wie viele Geschworene für einsprechen, gibt es unterschiedlich viel Ether, wenn ich mich nicht irre. So, der Prozess ist gespeichert. Gibt es eine Tasse. LP und MP wiederhergestellt. Wuppdidu. 2 Tage bis zur Hinrichtung. Aha. Sei ruhig. Ich weiß ja nicht. Ich rotiere ein bisschen an den Stäben. Sei ruhig. Noch ein bisschen. Hör schon auf. Ha, ich werde es ihm zeigen. Aufmachen. Was kommt jetzt? Oh nein, Prügel. Nein. Das ist die Strafe für schlechtes Benehmen. Aber ich stehe auf und laufe einfach an die vorbei. Ha! Wo gehst du hin? Nach draußen. Ihr seid ja beide draußen, hätte ich die Tür zumachen können. Aber egal. So, wir hätten jetzt natürlich die Möglichkeit gehabt, hier abzusitzen. Aber, wir machen natürlich ein Gefängnis aus, weil es einfach viel cooler. So, 20 Erfahrungspunkte, 140 Gold, Tonic, alles, was man haben will. So, hier kann ich das Tor öffnen, aber irgendwie auch nur so halb, da komme ich so nicht durch. So, aber wir haben gesehen, dahinter sind auch irgendwie Sachen, da kümmern wir uns später drum. Hier, komische Gegner, Blauschild nennen die sich. Die kann man nur angreifen, wenn sie halt so seitlich hervorgucken. Weil sonst machen wir irgendwie einen Schaden oder sowas. Kann ich ja vielleicht mal demonstrieren. Hier. 5. Wow. Wahnsinn. So. Und drauf da. Sehr schön. Okay. So, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Wir müssen ja gucken, wo wir hier irgendwie rauskommen. Hier erstmal einen Schalter ziehen. Das kann ich. Hier. Eine verlorene Seele? Oh Gott, es spukt hier. Die Untoten erwachen. Oh, zumindest der eine. Ein Abberufener. Der hält ja nicht viel aus. Wir sind einfach viel zu stark hier. Wir sind total overpowered. Kriege ich hier das Tor auf? Nein. Ist auch nur so zur Hälfte auf. Dann gehen wir halt frohen Mutes woanders hin. Wir gehen hier lang. Muss gerade überlegen, wo es hier weitergeht, wo es nicht weitergeht. Wird auch schön, ne? Mit der Brücke hier von einem Turm zum anderen. Oh, guck mal, wir können auch hier direkt an dem Schalter ziehen. Und ihn können wir hier auch ausnocken. Ohne direkt in einen Kampf zu kommen. Können wir auch mit anderen Soldaten seines Kalibers quasi. Sobald wir sie von hinten erwischen, ist alles okay. Und er hat hier jede Menge Truhen bewacht. Seid und hinein. Alles, was mir hilft, wenn ich hier schon irgendwie so einsam herlaufe, kann mir helfen. Oh, was kommt jetzt? Du siehst groß und stark aus. Da haben wir den geflohenen Knast, Bruder. Okay. Hier, Tech, Stich. Oh, das macht keinen Schaden, schade. Kein Schaden macht auch nichts. Fehlgeschlagen, yay. Und schon wieder nicht getroffen. Mensch, du triffst ja gar nichts.
Todesstoß. Ja, nee, bitte nicht. Ich glaube, der könnte mich tatsächlich mit einem Schlag umhauen. Ja, nee, nicht ganz. Okay. Ja, das war's. Okay. Dafür ist es heute absolut mickrig. Ich gehe wieder, ciao. Okay. So. Dann gehen wir munterfröhlich weiter. Weil es so cool ist. Gehen wir hier lang. Wie Sie sehen, haben wir auch hier eine Brücke. Was? Der Gefangene flieht. Sie versuchen mich aufzuhalten. Ich hab's gesagt. Gehst du wohl weg? Ich könnte mich eigentlich mal heilen, ne? Aber ich habe auch genug Tonics. Und krieg ja auch hier ständig was. Kann ich mal eben ganz kurz einen Tonic verwenden? Oh, gut, zwei, komm. Wir haben's ja. So, Delay. Was jetzt? Oh. Na, hier kann ich halt auch wieder versuchen, halt irgendwie sneaky, sneaky voranzugehen. Manchmal drehen die sich halt ziemlich schnell um. Manchmal auch wiederum nicht. Zack. Ich meine, ob ich jetzt einen bekämpfe hier oder nicht, ist relativ egal. Tonic Med erhalten. Ui, cool. Wohin des Weges? Ich hier lang. Hau ich dir halt aufs Maul? Gar kein Problem. Ein Schlag und tot. Tonic gibt's auch dafür. So, was haben wir hier Schönes? Oh je, da hängt jemand unter Guillotine. Hallo? Hilfe! In Ritten, klar. Bestimmt auch zu Unrecht hier gefangen. Danke, das war letzte Rettung. Ich bin Fritz. Mein Vater hat einen Laden im Friedensdorf. Schau mal vorbei. Machen wir, sobald wir hier rauskommen irgendwie. So, hier noch ein Tonic. So, dann gehen wir da durch. Hier gibt's Skelette und eine Kiste. Mit einer Bronzerüstung. Das klingt doch nicht verkehrt, so eine Bronzerüstung. Aber erstmal den ganzen Kram hier bekämpfen. Die halben Untoten. Genau, der eine war nämlich schon dran, das ist ja gut. Und wir sind sogar schneller als er. Also umhauen, bevor es Eier legt. Okay. So, sonst ist hier nichts. Dann gucken wir mal ganz kurz, dass wir diese Bronzerüstung anlegen. Falls sie denn tatsächlich gut ist. Ach, wir haben auch schon eine, das ist ja toll. Das bringt ja gar nichts. Schade. Kommt halt, wenn man sich schon vorher Zeug kauft. Tja, kannst du nichts machen. Dann geh bald hier lang. Hallo, Wache. Gerade noch so ausgenockt, bevor er mich sieht. Er ist ohnmächtig. Und nochmal Tonic Meter halten. Ich glaube, wenn man so ausnockt, kriegt man ein besseres Tonic. So, hier haben wir wieder die zwei Blitzpiepen. Na, wer von euch guckt zuerst? Zack. Und der andere auch nochmal, was Schönes. Na komm. Komm. Guck vom Schild hervor. Schattenmenschen hier. Und zack. Mit Crit. Was wollen wir mehr? Okay. Krone wird aufgestuft. Sehr schön. Jetzt habe ich Level 8. Das geht, kann man mal machen. Nein, das wollte ich gar nicht. So, falsche Taste. So, hier. Ein offenes Tor, yay! Unterkunft erhalten. Da hängt auch jemand. Im Gefängnis. Hallo? Oh, der hängt wohl etwas schon länger hier. Dem kann man nicht mehr helfen. Wobei, man kann vielleicht nochmal gucken, vielleicht hat er noch irgendwas dabei, aber ich glaube nicht. Wenn nur ein Tonic oder so, aber Der ist nur auseinandergefallen. Tja. Kannst du nichts machen, kannst du mal gucken zu. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier. Außer
Ketten und diese Eisenkugeln, damit du nicht so schnell wegläufst und so. Hier ist sogar eine offene Zelle, Wahnsinn. Und hier ist auch jemand durchgebrochen. Es gibt einen Durchbruchsversuch. Wahnsinn. Kann ich hier runterklettern? Na, kann ich nicht? Hier. So, wo sind wir denn hier? Ach, guck mal. Hier haben wir schon versucht, das Tor irgendwie so halb aufzumachen. Hier kriegen wir eine Unterkunft. Und hier haben wir nochmal ein Loch. Können wir auch runter. Hier haben wir nochmal zwei Kisten. Einmal mit 1500 Gold. Und die Magnetklinge. Das ist diese Waffe, die wir schon auf dem... auf der Jahrtausendfeier hätten kaufen können. Na, jetzt würden wir sie quasi kriegen. Macht halt ein bisschen mehr Schaden als zuvor. Also die Waffe, die wir vorher hatten, ist dagegenüber ein bisschen schlechter. Ja, aber wir hätten schon eine ganze Ecke früher eine viel bessere Waffe quasi kriegen können. Aber ihr habt ja das Spiel bisher gesehen. Wir haben es auch so hingekriegt. Ja? So. Kannst du da... Hallo? Ich will da... Hallo? Ah. So, weiter hoch geht hier auch nicht. Das ist einfach nur, um die beiden Truhen da zu holen, oder die drei Truhen. So, haben wir alles cool, was wir holen wollen. Wir können jetzt nochmal die bekämpfen, aber wir können sie auch lassen. Und dann gehen wir hier weiter. Hallo? Der Gefangene flieht. Ja, ist korrekt. Schön, dass ihr es auch mitkriegt. Ich habe keine Alarmbimmel oder sowas, ne? Ihr erwartet nicht, dass halt sonst irgendwie die Gefangenen hier mal fliehen. Die verrotten sonst dort, wie der eine Typ. So. Guckst du wohl. Dann gehen wir mal hier durch, ne? Ach, da ist der Aufseher. Hilfe! Okay. Kono, ich rette dich. Hey Luca, was geht? Pfuh, du hättest meine Hilfe scheinbar gar nicht gebraucht. Los, zeigen wir es ihnen. Ja, Luca hätte uns jetzt auch retten können, indem wir einfach gewartet hätten auf unser Verderben quasi. Dann wäre sie gekommen, hätte uns gerettet. Aber nun gut, wir haben es halt selbst in die Hand genommen. Ein streng geheimes Dokument wurde hier liegen gelassen. Dokument lesen, ja klar. Für den Gefängnisaufseher. Drachenpanzer-Benutzerhandbuch. Der Kopf repariert Schaden am Körper. Ein Schutzschild wehrt Schaden durch Blitze und Flammen ab. Solange der Kopf intakt ist, ist der Drachenpanzer unschlagbar. Forschungsstelle Guardia. Klingt aber nach einer Bossanleitung. So, erstmal hier speichern. Und ruhig mal Unterkunft verwenden. Weil wegen Heilung und so ist nie verkehrt. So. Und dann versuchen wir, von hier wegzukommen. Ich laufe. Und was kommt da? Oh nein! Was war das? Ich würde sagen, das ist der Drachenpanzer. Vorwärts, Drachenpanzer, vernichte die Rebellen! Ihr Terroristen! Okay. So, wir haben ja auch schon gelesen, wir sollen zuerst den Kopf angreifen, denn das ist ein Bossgegner, der mehrere Ziele hat. Und er repariert sich halt quasi ständig und ist unempfindlich gegenüber Feuer- und Blitzangriffe. Und zwar ist einfach mal, ne, ganz stumpf auf den Kopf. Wir können Tech einsetzen hier, Zyklon, wobei macht jetzt keinen Sinn. Das heißt, wir greifen einfach so an. Das wird schon. Gerade mit Kronos kräftiger Kraft sollte der Kopf ziemlich schnell in Dreck liegen. Wir müssen halt nur uns zwischendurch vielleicht mal ein bisschen mit Tonic halten. Und zwischendurch. So, wie jetzt zum Beispiel. Objekt, Tonic auf Krono. Macht Luca jetzt einmal so eine Art Heilrolle oder sowas.
das war der Kopf. Räder, Sprecher und Energie. So. Das heißt, das Schlimmste ist schon überstanden. Jetzt sehen wir zu, dass wir auch den Rest hier platt kriegen. Irgendwie. Jetzt kann sich das Gerät zumindest nicht mehr heilen. Jo. Einfach versuchen, ne, gleichmäßig die Teile kaputt zu kriegen. Nicht, dass da dann noch irgendwie ein Effekt entsteht oder so. Keine Ahnung. Machen wir Objekt, Tonic auf Chrono. Chrono ist wichtig, Chrono macht Schaden. Na und einmal so ein Anstellung macht halt so 30, 40 Schaden, das ist nicht wenig. Tonic auf Luca erstmal. Du machst eine Tech, machst einen Zyklon. Ja, mal machen. Okay. Und das war's. Gerät kaputt. Final Blow. Sehr episch, oder? Sie haben ihn kaputt gemacht. Reparieren schnell. Ja. Oh nein. Haha. Glaubt ja nicht, dass ihr so einfach davonkommen werdet. Ja, doch, das geht im Moment ganz gut. Ciao, mit V. Oh, warte. Da ist eine Truhe. Einmal Unterkunft halten, okay. So, wir ziehen von dann. Irgendwie. Guten Tag. Sie entkommen. Wir haben keine andere Wahl als die Gewalt. Ja, ich weiß nicht, wir können auch laufen. Und laufen. Sie entkommen! Halt! Prinzessin Nadja! Das ist mein Freund. Zeigt ihm euren Respekt. Aber... Könnt ihr keine Befehle ausführen? Natürlich. Keine Bewegung. Der Kanzler, wie auch immer er es da wieder weggeschafft hat. Tut, was König Guardia der 33. sagt. Ja, was sagt er denn? Vater. Ruhe, Prinzessin Nadja. Der Thron steht über deinen persönlichen Wünschen. Was? Auch wenn ich adelig sein mag, bin ich immer noch ein Mensch. Seltsame Ideen hast du draußen aufgepickt. Wenn ich etwas aufgepickt habe, dann wohl gesund Menschenverstand. Prinzessin Nadja. Ich hasse dich. Ich gehe. Prinzessin Nadja. Komm, Chrono. Okay, wir gehen nochmal, ne? Okay, ciao. Steht nicht rum wie die Ölgötzen. Hinterher. Prinzessin Nadja. Da sind sie, hinterher. Es gibt keinen Komm. Schweig. Okay, ja, wir wissen ja, hier geht's eigentlich nur in der Sackgasse. Aber oh, was ist denn da? Eine Sackgasse. Ein Tor. Los. Aber wohin führt es? Ist doch egal, nur weg hier. Prinzessin Nadja. Prinzessin Nadja, Prinzessin Nadja hier, Prinzessin Nadja da. Das ist kompletter Wahnsinn. Beeilung, Chrono. Ja, dann, ne? Alle muss ich selber machen. Hier, mach mal. Das
Achso, jetzt habe ich es kaputt gemacht, aber nein. Sie sind weg. Sie sind verschwunden. Wie er guckt. Wahnsinn. Und wieder ziehen wir von dann quer durch Raum und Zeit oder so. Autsch. Ihr findet uns, Herr Kanzler, nie und nimmer. Aber wo sind wir? Die Frage ist, wann sind wir? Die Zivilisation hier scheint sehr fortschrittlich zu sein. Als wären wir in einer anderen Welt. Tja, aber wo genau wir uns befinden, das finden wir heraus in der nächsten Folge von Chronotrigger. Ich hoffe, auch heute hattet ihr wieder Spaß beim Zuschauen. Und ja, dann finden wir mal beim nächsten Mal heraus, wo oder wann wir sind. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.